Erstmal vielen lieben Dank, dass du da bist. Es freut uns natürlich mega. Und nochmal vielleicht eine kleine Vorstellung für die Leute hier, die dich noch nicht so kennen. Du hast nämlich eine unglaublich spannende Lebensgeschichte. Tobias hat angefangen als Problemschüler, wie man so schön erzählt, aus mehreren Kindergärten und Schulen geflogen, dann jahrelang bei der Lufthansa als Flugbegleiter gearbeitet und heute einer der gefragtesten und populärsten deutschen Speaker-Trainer im deutschsprachigen Raum, Hochschuldozent, Autor, bald sein erstes Buch, wenn ich das richtig. Genau, 1.9. Genau, und natürlich nicht zu vergessen, jedes Jahr tausende Menschen begeistert auf seinen Seminaren und Vorträgen und natürlich das wichtigste Vater von zwei Kindern. Das Interessante ist, wir sprechen hier in der Reihe vom Politikclub der Hochschule Furtwangen eigentlich mehr so über Politik und mit Politikern. Und da ist mir so ein bisschen was aufgefallen. Wir sprechen die ganze Zeit immer darüber, was die da oben machen sollen und wie blöd doch alles ist und vergessen dabei sehr schnell, dass wir doch selber etwas tun können. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du heute hier bist, weil du jemand bist, der die Sachen selber in die Hand nimmt, nicht wartet und tolle Engagements hast, wie dich für die Säuberung der Meere einsetzt und ganz stark versuchst, eben jugendliche Kinder und Erwachsene in ihrer Bildung zu fördern. Herzlich willkommen, Tobias. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es erstmal unglaublich, dass an einem der wärmsten Tage vor dir ja auch ein paar deiner Kommilitonen sitzen, die sich entschieden haben, das Ganze auch live anzugucken. Anzeige. Ja, genau, den winken wir nochmal zu, haben wir vorhin schon mal kurz gemacht. Interessanterweise gibt es ja sehr, sehr viele Studien darüber, die ich auch an der Hochschule damals gelernt habe und mittlerweile doziere, wo es eben einfach um Engagement geht und alleine ein Zeichen, dass die jetzt dort sitzen und nicht am Badesee liegen, sondern dass ihr einen Club gegründet habt, wo es um Thema Politik geht und um Engagement. Alleine das spült euch schon um Längen weiter nach vorne. Und das sage ich nicht, um dir jetzt irgendwie Honig um den Mund zu schieben, sondern es geht eben im Leben ja einfach um dieses Engagement. Und da ihr ein Politikclub seid, kann ich mich auch outen. Ich bin vor einem halben Jahr in eine Partei eingetreten, nur um in den Wirtschaft, nur um den Bildungsbeirat der Landesregierung reinzukommen, weil ich habe mich so lange über das Bildungssystem aufgeregt, gerade als jemand, der von insgesamt 10 Schulen geflogen ist. Ich habe im Alter von 9 Jahren eine zertifizierte Lernbehinderung bekommen, einen Behindertenausweis, wo drauf stand, ich kann halt nichts und ich habe mich labeln lassen von anderen Menschen und ich werde alles, was in meiner Macht steht, dagegen tun, dass Kinder in unserer Gesellschaft, nur weil sie anders sind oder andere Fähigkeiten haben, einfach von einem System gelabelt werden und wie in so einer Joghurt-Pressmaschine, wo die alle gleich rauskommen. Und wenn wir Glück haben, hat der Joghurt dann noch eine andere Umrandung und bei dem einen steht Aldi oder Lidl drauf. Und da ich das nicht akzeptieren kann und vor allem es nicht leiden kann, wenn Leute nur labern und rumlamentieren, sondern eben machen, bin ich in eine Partei eingetreten, habe mich dann in den Bildungsbeirat quasi da hochgearbeitet. Und jetzt kann ich zumindest auf Länderebene meinen Input geben, den vorher auch übrigens keiner hören wollte. Da musst du dich halt engagieren. Wie soll es anders gehen? Du gehst mit dem System und kannst es von innen revolutionieren. In der Kneipe bei einer Frikadelle darüber zu lamentieren, bringt niemandem was. Am Ende des Tages zählt das Resultat. Ja, wie bist denn du dazu gekommen, dass du gesagt hast, fuck it, ich mache jetzt was und warum? Also das generelle Fuck it und warum kam, glaube ich, nach meiner Zeit in Brasilien. Ich habe früher mal über ein Jahr in Brasilien gelebt und habe dort Englisch an Straßenkinder unterrichtet. Und da war ich, um ehrlich zu sein, das erste Mal in meinem Leben glücklich. Das war noch vor meiner Studienzeit, beziehungsweise da hatte ich das erste Studium abgebrochen. Ich habe eine Zeit Amerikanistik studiert und Englisch und da bin ich dreimal durch den Dolmetscherkurs gefallen, weil ich ja Vollzeit gearbeitet habe. Es war noch die Zeit von Magister und das gibt's ja jetzt gar nicht mehr so. Und ich bin immer nach dem Flug, nach einem Nachtflug von Indien nach Frankfurt in die Vorlesung gegangen und ich war einfach todmüde. Und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, ich muss noch mal raus. Und in Brasilien habe ich dann im Norden von Brasilien gelebt und ich war zum ersten Mal, obwohl ich gar nichts hatte, materialistisch, nichts, also ein Generator, der ging einmal am Tag für eine Stunde. Und ich war zum ersten Mal glücklich. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt von Freiheit. Ich habe gemerkt, mein Herz will hier raus. Mein Herz will in der Welt wirklich eine Veränderung machen.
Und dann bin ich nach Frankfurt zurückgeflogen, weil ich auch irgendwann wieder arbeiten musste. Also ich bin nicht so mit dem goldenen Löffel geboren. Und dann stand ich in einem Fahrstuhl am Frankfurter Flughafen. Und in diesem Fahrstuhl standen ein paar Männer und es war ein Morgen in Frankfurt, die hatten alle einen Anzug an und ich habe in Brasilien gelernt, fröhlich Hallo zu sagen und ich hatte so diese ganze Lebensfreude eingesammelt und dann komme ich in diesen Fahrstuhl, gehe da rein und sage Guten Morgen zusammen, drehe mich um Richtung Tür und es kam einfach überhaupt keine Reaktion und dann habe ich mich umgedreht und da stand ein Mann und dessen Gesicht werde ich nie vergessen, der hatte eine Brille auf, hatte einen leicht ergrauten Bart, einen grauen Anzug mit einer roten Krawatte und er hat mich angeguckt und hat gesagt, es ist Montag, Kleiner, und das lernst du auch noch. Ja. Und ich hab mich in dem Moment, manchmal muss ja sowas passieren, dagegen entschieden, sein Leben zu führen. Und das ist so viele Jahre her, das ist über 20 Jahre her. Ich habe mich in dem Moment entschieden, nicht in seine Fußstapfen zu treten. Ich habe mich in dem Moment entschieden, weiter mein Peter Pan und Pippi Langstrumpf-Leben zu leben. Nämlich so, wie es mir gefällt, um anderen Menschen Freude zu bringen. Und dann war es natürlich ein sehr, sehr langer Weg zur Masterclass für Young Stars, die wir jetzt das erste Mal in Koblenz machen mit über 800 Jugendlichen zwischen 12 und 16, wo wir im Kopf einfach mal feucht durchwischen und sagen, es gibt neben dem Berufsinformationszentrum und dem Wissen deiner Eltern, die es wirklich gut meinen, wenn sie sagen, Papa war Arzt, Opa war Arzt, werd du auch Arzt. Aber vielleicht bist du der geilste Pianist der Erde und da gehen wir bei den Jugendlichen ran. Warum bist du gut? Warum tust du das, was du tust? Und was ist dein innerer Treib? Was treibt dich an, sodass du keinen Wecker mehr brauchst? Weil ich glaube, diese ganzen Dinge, Wecker und irgendwas zu müssen, das ist aus meiner Sicht alles Bullshit. Klasse. Also wir hatten witzigerweise gestern auch genau das Gespräch, aber auch mit einem Kommilitonen, der gerade da ist und gesagt hat, diese Zeit vor dem Studium, wo wir dann reisen waren, armen Ländern, kaum Geld in der Tasche und todesglücklich und dann kommt man zurück wieder nach Deutschland. Man fühlt sich erstmal so richtig gedrückt und weiß so richtig alles sinnlos irgendwie erstmal wieder zivilisieren oder wieder einbürgern in die deutsche Gesellschaft. Worauf ich aber eigentlich hinaus oder was ich erfahren wollte und zwar, wo wir ja auch ein bisschen hinwollen, ist, wir reden jetzt gerade so über die Zukunft und wenn es um die Digitalisierung geht, immer sehr viel darüber, was passiert in der Technik, wo kommen wir hin, oder fliegen jetzt irgendwann die Autos, aber wir machen uns ganz wenig Gedanken darüber, was ist denn eigentlich mit dem Mensch, wie wollen wir leben, was für eine Zukunft und was für eine Zukunft willst du leben und was für eine Zukunft willst du für deine Kinder? Erstmal glaube ich, dass alles, was irgendwann groß geworden ist auf der Welt, wurde von Menschen erschaffen, die den Status quo nicht mehr akzeptieren können. So haben wir ja vorhin schon ein bisschen über das Schulsystem gesprochen. Es ist nicht so, dass mich das traurig macht. Die Zeit ist lange vorbei. Es macht mich so wütend, dass ich den Status quo nicht mehr akzeptieren kann. Und der Punkt Digitalisierung, auch da, wir sind ja schon mittendrin. Mein Kollege Professor Dr. Clemens Gibitzki, den ich euch auch sehr ans Herz lege, Zukunftsforscher der Hochschule in Köln, sagt, wir sind eben mittendrin. Wir reden immer alle von Digitalisierung, als wäre das etwas, was kommt. Wir erleben jetzt schon, dass Konsumenten ihre Medien selber herstellen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich vor anderthalb Jahren den Bewohnerfrei-Podcast von zu Hause hier aus meinem Dachgiebel, den ihr hier seht, damals noch ohne so ein schickes Mikrofon, einfach nur reingesprochen in einen Computer gemacht habe, der mittlerweile Stand heute über 2 Millionen Menschen hat, der den hören. Jeden Tag zwischen 6.000 und 9.000 aus einem Dachgiebel aus Limburg. Das hätte man früher mal jemandem erzählen sollen. Und was ich damit meine ist, wir brauchen keine Angst zu haben, sondern wir sind schon mittendrin und ob es jetzt fliegende Autos gibt oder nicht, darum soll es gar nicht gehen, sondern es soll darum gehen, was können wir tun, damit meine Kinder und deine Kinder und die Kinder der Damen und Herren, die da vor dir sitzen, die es vielleicht noch gar nicht gibt, die irgendwo noch flüssig rumschwimmen, eines Tages hier ein Leben vorfinden, wo sie auch sagen, danke Mama und Papa, dass ihr uns diesen Weg geebnet habt. Und für mich beginnt das bei ganz banalen Dingen.
Du kennst ja vielleicht so ein bisschen mein Projekt mit den, du hast es vorhin angerissen im Vorgespräch. Das ist ein ähnliches Ding. Mein dreijähriger Sohn fragt mich, warum so unglaublich viel Plastikmüll im Meer rumschwimmt und ob die kleinen Fische das essen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich kann entweder Scheuklappen aufziehen und sagen, ja, mein Schatz, also da kann ich ja gar nichts machen und wir sind ja hier so weit weg in Thailand und in Deutschland ist, trennen wir den Müll, Wusa, was ein Bullshit. Wir können, wenn wir in Deutschland den Müll trennen und Indien, Malaysia und die machen es alle nicht, können wir Müll trennen, bis der Arzt kommt. Wichtig ist, auch da, Status quo nicht akzeptiert, wir sind nach Hause gekommen, haben Produkte erfunden, die... mit denen wir jetzt mit The Ocean Cleanup zusammenarbeiten. Und das fängt bei kleinen Dingen an. Zum Beispiel diese Flasche. Einige werden jetzt sagen, das ist ja Plastik. Ja, ist es. Ist von The Ocean Cleanup. Die habe ich seit mittlerweile einem Jahr. Und die fülle ich jeden Tag wieder auf. Ich muss nicht mir am Getränkeautomaten etwas holen. Ich habe auch eine Kaffeetasse. Ich muss nicht bei Starbucks den Pappbecher nehmen. Ich kann meine eigene nehmen. Das heißt, es beginnt immer bei mir. Alles beginnt immer bei mir und auch die Digitalisierung und das komplett ohne Angst. Wenn wir jetzt über die Wirtschaft sprechen, da habe ich dann nochmal ein paar andere Ansichten, weil ich glaube, dass der Mittelstand gerade in der Masse schläft und dass das sogar unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr in Frage stellen wird. Ja. Na gut, jetzt haben wir hier jemanden, der macht was. Aber ich frage mich dann natürlich oft, warum schaffen es viele Leute nicht, die Energie aufzubringen, und selber zu sagen, ich gehe jetzt raus und die Leute sagen, ja, sie warten, ne? Die da oben sollen was machen, warum passiert denn nichts? Und ich meine, man könnte ja was machen, man kann ja was bewirken, man kann ja sagen, ich gehe. Geht es uns vielleicht zu gut einfach und sind wir zu bequem geworden? Ich kenne dazu eine sehr schöne Geschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst, du sitzt in der Stadt, war im Stadtpark sitzt ein Mann und vor ihm sitzt ein Hund und der jault die ganze Zeit, der macht immer so, ich weiß nicht, ob jemand von euch einen Hund hat, ich kann es nicht so gut nachmachen. Und dann kommt ein anderer Mann und sagt, was ist denn mit Ihrem Hund? Warum jault der denn so? Und dann sagt er, ja, der sitzt auf einem Nagel. Ja, und dann sagt der Mann, ja, aber warum steht der denn nicht auf? Der könnte doch einfach aufstehen und losgehen. Und dann sagt der andere Mann, ja, aber der Nagel sitzt noch nicht tief genug drin. Und was ich damit meine ist, ich glaube, die Tragfähigkeit der Entscheidungen, die wir heute treffen, ist durch den absoluten Konsum und Überschuss von Geld, das ja in Masse da ist. Deutschland ging es noch nie so gut. Dieses Instant Gratification Problem aus der Psychologie. Ich will jetzt Eis, ich hole mir Eis. Ich will jetzt eine Uhr, ich hole mir eine Uhr. Ich will jetzt ein Flugticket, ich hole mir das Flugticket. Da das alles in Übermaß da ist, realisieren die meisten Menschen ja gar nicht, was gerade passiert. Und motivatorisch, motivationspsychologisch reagieren wir immer nur durch Schmerz oder Lust. Und das beginnt bei mir und die Leute, die dann quasi die Welt verändern, wo Statuen errichtet werden in eurer Stadt, das sind eben die und es werden immer nur die bleiben seit Tausenden von Jahren, die sagen, es reicht mir jetzt. Ich sag der Welt, wo ich hin möchte. Und das ist vielleicht eine Riesen-Message für alle, die jetzt zuhören. Wenn du ganz klar der Welt formulierst, wo du hin möchtest, macht die Masse der Menschen Platz, lässt dich durch und hilft dir, deine Vision zu erfüllen. Und als ich das verstanden habe, das ist unfassbar, was dann passiert. Dann stellt dich auch niemand mehr in Frage. Du musst halt nur genau sagen, was du willst. Euer Politikclub hat sich auch nicht einfach so gegründet. Da ist einer gegangen und hat gesagt, wir machen das jetzt heute. Ja, geht aber nicht. Und der Raum und die Fachschaft und was ist denn mit der Asta? Ja, wird halt gemacht und dann das machst du es halt. Einfach. Ja, aber weißt du, was ich meine? Das heißt, da sind wir wieder beim gleichen Punkt. Es steckt sowas Großartiges in jedem Menschen. Und meine kleinen Kinder, Emil und Maya, mit 2 und 5, die protzen voll Lebensenergie. Die sind voll davon. Und die wollen alles werden. Prinzessin, Astronaut. Und dann gibt's so viele Eltern, die sagen, ach nee, Astronaut ist auch schwer, da ranzukommen an den NASA. Mach erstmal dein Abitur. Nun, dann fangen wir an, ganz langsam an. Da wird diese Flamme, die mal riesig war, wird immer kleiner und immer kleiner. Und weißt du, was wir dann irgendwann tun? Dann spielen wir irgendwann nach dem Wind von anderen Menschen. Und das Teelicht schwimmt nach links und rechts. Und bitte, ich will jetzt keinen Angriff starten. Viele lassen sich dann anstellen, um ihr Lebenstöpfchen nach Sicherheit zu füllen und merken irgendwann mit Ende 40, oh Kacke,
ich bin jetzt hier in einem Unternehmen und irgendwie ist es gar nicht selbstverwirklichend. Und wenn ich einen Tipp geben darf, hör einfach auf deine innere Stimme, bevor die irgendwann so zugekippt ist mit Alkohol, mit Drogen, mit lauter Musik, was alles dafür verantwortlich ist, dass diese Stimme leiser wird. Weißt du, viele junge Leute, auch Studenten, sagen mir, Tobi, ich erfühle mich so glücklich, wenn ich mit Freunden in einem Club bin. Ich arbeite die ganze Woche auf dieses Wochenende hin. Und was wirklich passiert ist, sie betäuben die Schmerzen der Woche mit Alkohol. Und dann kommt laute Musik und dann ist diese innere Stimme mal ruhig. Und jetzt kommt der Dreh zur Digitalisierung. Jeder einzelne von euch kann vom Laptop aus ein Multimillionen-Euro-Business aufbauen. Und wenn ein Flugbegleiter aus Wuppertal mit einem Gesamtschulabitur bis zur 9. Klasse nur in Hauptschulkursen gewesen bin, mit einer zertifizierten Lernbehinderung das schaffen kann, kannst du das auch schaffen. Jeder Einzelne. Du musst nur halt wollen und brennen wie ein Laserpointer. Schön gesagt. Wundervoll. Ich merke das auch immer viel bei den Studenten, wenn man mit den Leuten redet, so, du gehst gerade deinen Weg, aber irgendwie ist es mühsam. Irgendwie so, irgendwas kämpft sich an, weil wir wissen ja, wir studieren jetzt, wir sind ja auf einer guten Hochschule und dann dürfen wir irgendwann angestellt sein und dann hoffentlich kommen wir irgendwann nach 3-4 Jahren in die nächste Position. Und dann fragst du dich, ne, warum habe ich irgendwie 4 Fächer, wo ich nicht mehr wählen kann? Das will ich doch gar nicht machen. Das interessiert mich doch gar nicht. Ja. Das muss man vielleicht da ändern. Ich glaube, dass dass sich das ganze Schul- und Hochschulsystem automatisch ändern wird in den nächsten Jahren. Aber nicht, weil die Bildungsminister das ändern müssen, sondern weil wir auf Jobs hinsteuern, die es einfach gar nicht mehr geben wird. Und da brauche ich gar nicht so groß in die Glaskugel zu gucken. Ich habe einen großen Kunden in der Schweiz, die arbeiten mittlerweile mit ihrem Unternehmen mit einer neuen Form der Medizintechnik zusammen. Das heißt, die Mitarbeiter dieses Unternehmens sind krankenversichert bei einer Versicherung. Das ist Instant Doctorship. Das heißt, du drückst in deiner App auf einen roten Knopf. Der Arzt ist da innerhalb von 5 Sekunden. Das garantiert dir diese Versicherung. Der guckt dir dann in den Hals und sagt erstmal, okay, so eine Grunddiagnose. Und dann fliegt eine Drohne los und bringt dir die Medizin. So hart es ist, dahinter stellen ganz, ganz viele neue Jobs, aber es gibt ein paar Jobs, die auch dadurch wegfallen und die gibt's halt dann auch einfach nicht mehr. Es schreit auch niemand mehr nach einer CD oder nach jemandem, der Pferdekutschen lenkt, ja. Also, und was meine ich damit? Wir steuern auf eine Zeit zu, wo wir haben ganz, ganz viele clevere Menschen und in den 80er und 90er Jahren war dieses Fachwissen so unglaublich wichtig und mittlerweile ist Emotional Leadership wichtig und wenn wir das nicht beibringen, da geht eine ganze Generation wirklich vor die Hunde, weil sie das nicht gelernt haben. Und weißt du, was mir an der Hochschule fehlt? Mir hat niemand in meinen ganzen Jahren in der Uni gesagt, wie ich mich verkaufen kann. Mir hat niemand gesagt, wo ich ein HGB 84 herbekomme, einen Handelsvertreterschein, wo ich mich mit einer Unterschrift selbstständig machen kann, um Arbeitsplätze zu schaffen. Mir hat niemand gezeigt, glückliche und stabile Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Mir hat niemand gezeigt, wie ich es schaffen kann, meine erste Millionen zu verdienen, um dann an andere Menschen zurückzugeben. Diese Themen sind einfach in unserem System nicht präsent. Und das Ergebnis sehen wir, eine Masse von frustrierten Menschen, die wie blutleere Zombies in irgendwelchen Unternehmen ablungern und wo dann die Gespräche an den Kaffeemaschinen darum gehen, wann der nächste Brückentag ist. Und darauf können wir jetzt bashen und wir können sagen, wie furchtbar das alles ist. Oder wir können sagen, pass auf, es gibt eine Alternative. Es gibt einen Weg, du kannst was aus deinem Leben machen. Auf deinem Personalausweis steht eine Nummer drauf, da steht aber nicht drauf, dass du nicht darfst. Jeder von euch darf Unternehmen gründen, Arbeitsplätze schaffen. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, mir hat auch niemand in der Uni gesagt, Tobi, in dir steckt was Großartiges, du darfst und musst Verantwortung für diese Gesellschaft übernehmen. Das sind die Dinge, die fehlen, aus meiner Sicht. Und deshalb mache ich sowas wie mit dir. Morgen spreche ich an der Goethe-Universität. Hat der Dekan mich angerufen, sagt, Herr Beck, was machen Sie da? Eine öffentliche Veranstaltung bei uns am Unicampus. Sie haben mit einem Professor das ganze Casino gemietet. Da kommt kein Mensch. 600 Anmeldungen in 3 Tagen. Die Leute haben Bock. Die Leute wollen verändern. Ja, klasse. Ich finde das auch sehr spannend, weil
Die Leute, also Digitalisierung, Brecht hat da sehr schön mit seinem neuen Buch auch, der macht sich da viele Gedanken drüber, Richard David Brecht, auch gerade sehr populär, definiert er, wie sieht denn die Zukunft aus? Und er sagt, die Jobs wird es so nicht mehr geben. Wir brauchen diese qualifizierten Leute. Wir brauchen Leute, die über den Tellerrand schauen können, die Leute, die Unternehmen gründen. Und da frage ich mich immer, wovor hat denn die Politik Angst? Dass wenn man die Leute richtig bildet, dass der Handwerker, wenn der klug ist, nicht mehr handwerken kann, ja. Der macht es nicht nur dann genauso gut, der macht es besser, der weiß dann, wie er sich verkaufen kann, wo er hin will und macht dann vielleicht halt nebenher noch online. Und dann weißt du selber, hey, wenn ich zu dem gehe, da kriege ich das und das. Ja. Aber ich frage mich immer, wovor haben dann die Leute Angst da oben? Ich meine, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, die Geschichte habe ich, glaube ich, auch noch nie erzählt. Ich wollte ja früher immer Berufspolitiker werden und ich habe mal 6 Monate ein Praktikum im Bundestag gemacht. Super schwer dran zu kommen. Und damals sogar bei einer Partei, die ich nicht mal gewählt habe, aber das war die einzige Abgeordnete, die mich genommen hat, weil die hat damals gesagt, oh, du bist ganz schön verrückt, ich glaube, mit dir kriege ich Spaß. Und dann bin ich mit einer Abgeordneten damals der SPD, die Entwicklungspolitik gemacht hat, 6 Monate in ihrem Bundestagsbüro in Berlin gesessen und habe dort eine Sache erlebt, und zwar das eine ist dieser Zwang innerhalb der Parteien, das heißt, der Individualismus wird dann natürlich auch ausgeschaltet und du stimmst ab, welche Karte da gerade hochgehalten wird. Viel schlimmer war aber für mich, dass die ganzen Spitzenpolitiker, die ich dort kennengelernt habe, und das ist jetzt auch wiederum fast 21 Jahre her, die waren aber damals alle schon Ende 60, Anfang 70. Und wenn wir mal durch unseren Bundestag gucken, und das ist übrigens keine Kritik, weil viele können jetzt sagen, ja, Tobi, mach's doch besser, sind wir ja dabei, zumindest versuchen wir, was zu ändern am Konzept, sind halt einfach auch wirklich biologisch schon älter und auch deshalb nicht mehr so bereit, so viele Risiken einzugehen. Auf der anderen Seite twittert Angela Merkel, hat einen eigenen Facebook-Kanal, über den sie direkt mit den Bürgern kommuniziert. Wir leben einfach in einer geilen Zeit, wo Kommunikation und Nachrichten ganz, ganz schnell funktionieren. Und ich glaube, viele machen sich auch immer so viel Gedanken über alles und lamentieren über alles, dass sie zum Tun gar nicht kommen. Und deshalb, ich glaube, es ist gar nicht Angst, sondern oft eine Fülle von Dingen, die Menschen abarbeiten müssen. Und da fehlt es oft für diesen fehlt dieser qualitative Raum, Platz für Neues zu schaffen. Ja. Ja, das ist ein spannendes Thema. Man fragt sich natürlich immer, wieso und weshalb. Und ich finde es auch spannend, Brecht hatte zum Beispiel da geschrieben, einfach auch, das natürlich auch von den Gewerkschaften, ne, dass man halt auch einfach Angst hat. Und ich habe mich da auch mal wirklich reinversetzt. Das ist übrigens spannend, ich habe das Gleiche vor wie du. Also damals, auch Praktikum, Bundestag. Auf jeden Fall hat er halt gesagt, ja, dass man halt einfach auch Angst hat davor, natürlich, wenn es dann keine Handwerker mehr gibt, wenn es die Leute dann können ja nicht alle Unternehmer sein. Aber wenn wir jetzt schauen, so in der Zukunft, die ganzen neuen, wirklich innovativen Startups im Silicon Valley, da gibt es in Deutschland kaum was, wo mithalten kann. Wir haben jetzt Spotify, wo so ein bisschen hier ist, und SAP, aber dann hört es ja auch bald wieder auf. Ja. Das ist natürlich auch die Frage von auch aus studentischer Sicht. Ja, wie kommen wir denn eigentlich dahin, dass wir nicht so der Standardmensch werden und vielleicht da irgendwie auch mal selber was machen können. Also da, glaube ich, sind wir absolut mittendrin und gar nicht so schlecht, wie wir immer denken. Ich habe für meinen Podcast vor ein paar Tagen einen der drei Gründer von Mai Müsli interviewt. Und es ist übrigens, heute wird der gelauncht und jetzt gibt es auch einen bewohnerfrei Mai Müsli. Und das waren drei Jungs und die waren genervt von der Radiowerbung auf dem Weg zum Badesee. Ich sage jetzt mal den Namen nicht, ich drehe ihn mal um und sage Breitenbacher Müsli. Ist Breitenbacher Müsli, ich sage jetzt mal den normalen Namen nicht. Und da waren die so genervt von und haben gesagt, boah, wenn ich noch einmal diesen Namen höre. Und dann haben sie was Spannendes gemacht. Dann haben sie sich entschlossen, Müsli online zu verkaufen. Sind erstmal in Supermärkte gegangen und haben gedacht, naja, gibt's ja ziemlich viel Müsli, also wird's einen Markt dafür geben. Aber jetzt kommt der Knaller. Danach haben sie 1000 Studenten befragt. Würdest du Müsli online kaufen? Weißt du, wie viel Prozent gesagt haben, sie würden's machen? 0%.
0% würden es online machen, laut Fragebogen. Danach haben sie nochmal ein mündliches Interview gemacht, da waren es irgendwie ein paar Prozent. Und anstatt zu sagen, kauft keiner, haben sie gesagt, wunderbar, Blue Ocean Strategy. Wir machen das, was noch keiner gemacht hat, und wir machen Mai-Müsli. In einem Land, wo du alles tun darfst, was du möchtest. Und lustigerweise, da bin ich natürlich selektiv total voreingenommen, weil meine Social-Media-Kanäle mir nur Menschen vorspielen, die so denken wie ich. Das machen ja die Algorithmen von alleine. Das heißt, ich persönlich kenne fast ausschließlich Selbstständige, Abenteuer, Verrückte, digitale Nomaden, die ihr Ding machen. Und mir ist natürlich sehr, sehr wohl bewusst, dass es noch eine große, große Gruppe von Menschen gibt, die aus Angst einfach da verharrt. Und jetzt will ich mal in die Geschichte gucken. Niemand, weder du noch ich, noch unsere Bundesregierung, kann den Wandel stoppen. Die Welle ist schon dabei zu brechen. Und einer meiner großen Lebensmentoren, Richard Branson von Virgin Atlantic, Virgin Electronic, er sagt, die Welle bricht so 2025. Und wir alle reden davon und ich glaube, wir sind halt schon mittendrin. Ich fand das auch super spannend, als ich dich das erste Mal gesehen hatte. Ich war davor bei einem deiner Trainerkollegen, der auch damals so dieses Menschenkenntnismodell so auch gelehrt hat. Und dann habe ich das erste Video von dir auf Gedankentanken geguckt. Mhm. Und ich dachte, entschuldige, was ist denn das für einer? Mhm. Meine Kollegen kamen schon, die waren schon bei dir auf Veranstaltungen und gesagt, super, ach, das ist so dieses Chaka, gehst du drauf und dann machst du das schon. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, deinen Podcast zu hören und mir andere Videos an. Und dachte ich mir, wow. Weil was ich bei ganz vielen Leuten heute vermisse, in dieser Szene allgemein, weil ich finde, dass gerade zum Moment mehr die Szene eben von Trainern, Speakern sehr viele Menschen beeinflusst. Einen sehr, sehr positiven Wandel, auch in der Unternehmerwelt. Hier Berlin, Startup, Riesenkonferenzen, da fühlst du dich wie auf dem Parteitag von Grünen. Ja. Wie rettet wir die Welt? Ich dachte, ich wollte eigentlich was lernen, wie mache ich mein eigenes Business? Und ich war fasziniert. Ja. Und dann habe ich mir das angeguckt, du guckst sehr, sehr stark auf das, warum macht man etwas? Ja. Warum das Warum dahinter? Nicht diese Maske schaffen zu legen und die Leute das Potenzial aus sich rauszuholen, weil wir eben, dann war unglaublich begeistert, weil ich finde, da gibt es nur ganz, ganz wenig Menschen, die darauf Wert legen, anstatt eher dieses Chaka und so verkaufe ich mich gut. Ja. Ich glaube zum einen, dass dieses, was du vorhin gesagt hast, so der erste Kontakt online, das Chaka, wenn ich mal das, was ich zum Beispiel tue, Professional Speaking, beleuchten möchte, das ist ein Song, das ist ein Lied, wie bei einem Sänger, da sitzt jedes Wort, da ist jedes Wort geskriptet mit dem Ergebnis, dass Hunderttausende sich das angucken, weil es laut ist, weil es verrückt ist, weil es polarisierend ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, es ist Content Recycling. Hippokrates hat 500 vor Christus das erste Mal über die vier Säfte gesprochen. Ich brauche doch gar nichts neu erfinden. Es ist aber ein Vehikel für mich, damit Menschen in den Podcast kommen, wo wir dann eben tiefgründiger arbeiten können, um eben diese Maske einmal loszulassen. Und die Maske, von der du sprichst, da gibt es ein tolles Buch von Goffman, Wir alle spielen Theater, wo wir so in den unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedliche Masken tragen. Im Schamanismus trägt man auch Masken, übrigens bewusst setzen wir die auf. Ich rede von der schützenden Maske, die uns davon abhält, uns mit Flüchtlingen wirklich zu beschaffen, die uns davon abhält zu sagen, ich unterstütze meinen Kindergarten hier bei mir um die Ecke, die uns mit Netflix vorspielt, ich kann immer alles konstant abrufen und uns dahin bringt zu sagen, nimm die mal runter, nimm mal die Scheuklappen weg und schau mal, was dahinter liegt. Kinder haben die zum Beispiel nicht. Kinder sind immer ehrlich in ihren Emotionen. Und das würde ich so vielen wünschen, die hier das anhören und die sich das vielleicht auch jetzt gerade anschauen, sich zu trauen, wir selber zu sein. Das magischste Wort, was ich in meinem Leben gelernt habe, ist Nein. Für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Wenn Leute ankommen und bei mir rummemmen, sich übers Wetter beschweren, dass die Bahn zu spät kommt, klar rege ich mich darüber auf, auch vorhin. Aber das dauert bei mir eine Minute und dann lese ich nicht die Apothekenrundschau und die Zeckenzeitung, sondern konzentriere mich darauf, einen Wandel zu schaffen. Und das schaffe ich nicht, wenn ich mich mit dem Bio-Wetter und dem Horoskop gleichzeitig beschäftigen muss. Das geht einfach nicht. Und da habe ich mir so einen Schutzwall eingebaut, indem ich eben einfach sage, okay,
dafür bin ich in meinem Leben da, in meiner Lebenszeit, und dafür stehe ich einfach nicht zur Verfügung. Und die Chinesen, die sagen, und das finde ich, ist einer der tollsten Sätze, die ich mal gelesen habe: Erfolg beginnt zu Hause, nicht im Außen, nicht in eurem Politikclub, nicht in meinem Beirat für Bildung. Der beginnt bei euch zu Hause, in der Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Großeltern, zu deinen Verwandten, zu deinen Nachbarn und zu deinen Geschwistern. Wenn du da ein Großer bist, wenn du da aufgeräumt hast, wenn du da Role Model bist, Leuchtturm für andere, dann darfst du dich trauen, was anderes zu machen. Und wenn du dann bei dir vor der Straße sauber gemacht hast und deinen Nachbarn anzündest, das zu tun, dann ist irgendwann die Straße sauber und irgendwann die Stadt. Es beginnt immer bei uns zu Hause. Eine ganz, ganz schöne Studie. Ich habe dem letzten Buch gelesen, wo es eigentlich darüber ging, wie man eher selbstdisziplinierter ist und Willenskraft. Und da war was drin, das hat mich fasziniert. Und zwar hat man in Kalifornien untersucht, wie schafft man es denn, dass die Leute Energie sparen. Und dann haben die alles gemacht, haben gesagt, jetzt mach. Und hier haben sie Poster aufgehängt und keine Ahnung, Leute auf der Straße angeschrien, und hat nichts funktioniert. Die Leute haben nicht Strom gespart. Und dann haben sie eine Sache gemacht, die funktioniert hat. Die haben den Brief hingeschickt und gesagt, alle deine Nachbarn sparen Strom. Machen das auch. Warum du nicht auch? Und das finde ich auch so toll, was du so gerade auch so ein bisschen rausnimmst, dass man eine Bewegung muss losrollen. Das macht man zusammen. So immer, wenn man so denkt, so, ja, ich mache das schon, aber das Umfeld ist natürlich auch immer was, was dann unglaublich beeinflusst. Und das finde ich so toll auch, dass du das gesagt hast, es fängt zu Hause an. Ja. Es fängt bei deinem Umfeld an. Und es fängt auch bei deiner Party an. Auf welche Party gehst du? Mit wem sprichst du auf der Party? Weil durch die Spiegelneuronen in unserem Gehirn, wenn jemand gähnt, gähne ich auch. Ich scanne den ganzen Tag meine Gesellschaft, ich scanne die Menschen in meinem Umfeld und adaptiere mein Verhalten. Wenn ich das ja weiß, das Modeling of Excellence oder in der Psychologie Lernen am Modell, dass es nicht nur eine Theorie ist, sondern dass sie funktioniert, muss ich ja diesen Spieß einfach umdrehen und mich mit den Menschen beschäftigen, die das haben, was ich haben möchte. Und das ist die absolute Magie, das ist die Wunderprise im besten Kuchenteig der Welt. Und wenn ich das einmal verstanden habe, weißt du, damals, als ich bei der Lufthansa Menschen bedient habe, in der ersten Klasse, Menschen, die für einen Flug so viel bezahlt haben, wie ich in einem Monat verdient habe, verdient habe, da habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, wie machen die das? Und irgendwann habe ich mich getraut, die zu fragen. Ich habe die gefragt, warum sitzen sie hier? Wie haben sie das geschafft? Und die Geschichten habe ich mir aufgeschrieben, habe mir Parameter rausgezogen, Verhaltensweisen, und dann die ganz langsam, ohne meine Identität zu verlieren, in mein Leben implementiert. Anders gedacht, andere Bücher gelesen. Damals hat mir mit 19 jemand gesagt, lies doch mal von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt und die behält. Wie wär's denn mal mit einem Buch von Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad oder The Cash Flow Quadrant? Wo kommt Geld her? Wo geht's hin? Und so ganz langsam hat sich der ganze Müll, der sich über Jahre bei mir abgelagert hat, Grundschule, Verwandte, das habe ich alles rausgeholt und habe das mit einer neuen Software bespielt, nämlich von denen, die es geschafft haben. Und der ganze Rest ist dann irgendwie passiert. Macht es aber vielleicht nicht auch die Sache manchmal schwieriger? Weil ich habe festgestellt, und ich kenne viele Leute, die sich dann mit diesen Erfolgsbüchern, auch Carnegie, hier, denke nach, werde reich, wirklich da viel gemacht haben, diese tollen Sachen erfahren haben, die, wo man dann auch wirklich irgendwann zum Punkt merkt, hey, ich kann was reißen. Aber dann gerade, und das finde ich oftmals sehr schwer, hockst du dann in einer Vorlesung und du bist motiviert und dann redet der Professor anderthalb Stunden darüber, wie ich mit irgendwelchen quadratischen Formeln, die ich wahrscheinlich nie wieder brauche, irgendwas machen soll, was ich sowieso nicht will. Aber auf der anderen Seite natürlich ist es natürlich auch hart zu sagen, ich gehe jetzt ohne diesen Zertifikat, klar, ohne meinen Abschluss irgendwo hin. Ja, nutzt es doch einfach als Vehikel. Also nutz deinen Abschluss als Vehikel. Aber ich glaube, der Fehler ist, wir sammeln Scheine an der Uni. Meine waren damals noch in so einer grauen Mappe, allein diese Farben, graue Mappe, dann dieses Logo von der Uni Frankfurt und dann irgendwas zwischen sehr gut und ausreichend gab's da dann an irgendwelchen Scheinen.
Und irgendwann einfach zu wissen, okay, das ist das Vehikel, aber die Frage, die dahinter steckt, ist doch, warum sitzt du denn da? Und wenn du dir dessen sehr früh bewusst wirst, warum du da sitzt, wenn du bei einem Dale Carnegie Buch entschieden hast, beispielsweise Unternehmer zu werden, ein großartiger Freund zu werden, ein großartiger Partner zu werden, ein toller Sohn zu sein, ein Vorbild für andere zu sein, dann muss ich mich doch rückwärts wie in einem Karteikasten vorarbeiten. Und ich habe damals vor 20 Jahren, hat mich einmal einer meiner Coaches gezwungen, einen Brief zu schreiben, einen Brief an mich selbst im Jahr 2015. Und ich soll einfach frei schreiben und ich soll alles schreiben, was ich mir für diesen Mann, der dann ja 20 Jahre älter war als ich, was ich mir wünsche und was er bis dahin erreicht hat. Und weil ich das aufgeschrieben habe, sind neue neuronale Verbindungen in meinem Gehirn entstanden. Und du kannst lachen, 80% von dem ist wahr geworden. Warum? Weil ich mich darauf konditioniert habe. Und dann geht auch meine Vorlesung über mich hinweg. Oder ein Kommilitone, der mich von der Seite irgendwie blöd annölt. Das macht ja nichts, wenn du bloß in deinem Fahrwasser bleibst und aus diesem Hafen raussegelst. Ne? Draußen auf hoher See ist es geil. Es beginnt alles mit unserem Herzen, mit dem ersten Herzschlag am Tag deiner Geburt. Und der geht du-dumm, du-dumm, du-dumm. Großer Ausschlag, weit nach unten, kleine Welle und dann jede Sekunde deines Lebens und genau so ist dein Leben. Schmerz, Leid, Freude, Liebe, Hass, alles da. Und anstatt zu sagen, oh, die hat mich verlassen. Es ist immer ein Rhythmus. Das ist hier kein Lustplanet, das ist ein Abenteuerplanet. Und wenn ich mich darauf einlasse, nach den Regeln zu spielen, die weit größer sind als ich, und jetzt wird's für den einen oder anderen vielleicht zu spirituell. Und wenn ich mir dann überlege, dass eine kleine Biene, ein kleines Bienchen dafür verantwortlich ist, dass hier alles zusammengehalten wird, weil sie mit ihren Widerhaken Pollen von Blüte zu Blüte staubt, die weiß das ja nicht mal. Die ist genetisch darauf programmiert, das zu tun. Was kannst du denn dann reißen, wenn die kleine Biene das schon kann? Was können wir mit unserem Gehirn machen? Voller Genialität. Und wenn du das hast, brauchst du keinen Wecker mehr. Da springst du morgens aus dem Bett. Voller Kraft. Klasse. Jetzt hätten wir noch kurz eine kleine Frage an dich und dann würden wir auch schon ein bisschen mal gucken, ob vielleicht unsere Gäste hier Lust haben, eine Frage zu stellen. Die sind wahrscheinlich alle gegangen. Die denken, der spinnt. Ja, ist schon keiner mehr hier. Nein, nein, die sind alle noch. Die denken, der hat sie nicht alle, der Mann mit seinen Bienen. Die dürfen sich von mir schon dann alle auch als Sachen von dir anhören. Ne? Ich versuche den auch schon zu quälen. Die armen Leute. Ja. Übrigens, da möchte ich auch mal was zu sagen. Sich einen Mentor zu suchen, ist auch ein Riesentipp von mir. Sich jemanden zu suchen, der euch ein Stück mit an die Hand nimmt. Das ist ein Gottesgeschenk. Oder Buddha aller Universum, woran auch immer du glaubst. Jemanden zu haben, der dich ein Stück mitnimmt, der dich mal wieder in die Spur tritt. Ne, wenn du nicht mehr kannst, der größer, stärker ist als du. Ich habe Menschen konstant in meinem Umfeld, die immer sagen, was machen wir denn jetzt noch? Wie geht's denn weiter? Was sind unsere nächsten Projekte? Ich brauche auch so jemanden. Ich brauche auch jemanden, der mich da mal reinstellt. Sehr cool, guter Tipp. Eine Frage. Was würdest du, wenn du in der Zeit zurückreisen kannst, deinem 20-jährigen Ich für einen Tipp geben? Ich würde ihm sagen, dass alles schon da ist. Ich würde ihm sagen, dass alles schon da ist. Als ich 20 war, war ich total zerrissen und vor allem todunglücklich, weil ich auf dieser Suche nach dem, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, gab früher so eine Fernsehsendung, die ist, glaube ich, so Dr. Rossi sucht das Glück oder so. Das war so einer, der flog durch die ganze Welt. Und so war ich mit 20. Schnelle Erfüllung von Lebensmomenten, so war ich damals, New York, Rio, Tokio, durch die Fliegerei, rein in die Uni, dass jemand mal zu mir gesagt hätte, Tobi, atme mal durch, setz dich mal auf diese Wiese, schau dir mal den Schmetterling an, der da Richtung Sonne fliegt, den muss keiner anschreien, den muss keiner motivieren, du darfst einfach mal sein, anstatt zu tun. Und den größten Ratschlag, den ich ihm geben würde, ist, dass in den Momenten, in denen es uns gelingt, auf unser Herz zu hören, ohne darauf zu achten, was andere von uns erwarten, Eltern, Großeltern, Familie und Kommilitonen, dann fängt unser Lebenslicht an zu leuchten. Und dann würde ich ihm sagen, lass das mal dein Leben überstrahlen,
weil dann ist alles schon da und du musst nicht kämpfen. Sehr schön. Ja. Wow. Doch, wirklich. Also das finde ich eben das Tolle. Wir werden so viel über Politik reden und wir haben ja, dank dir übrigens, du warst der Erste, den ich angeschrieben hatte, weil mir sind irgendwann keine Ideen mehr eingefallen, was ich im Politikreferat mehr machen kann. Und wir reden halt natürlich immer viel und diskutieren dann über Themen. Und dachte ich, komm, es gibt, also wir sind auch eine sehr kleine Gruppe an sich, weil es gibt nicht sehr viele, die sich dafür interessieren und kommen dann auch immer zu gesellschaftlichen Themen und alles. Und da dachte ich, wäre doch super geil, wenn du jetzt einfach mal Leute anschreibst und fragst, ob die Bock haben zu kommen. Hm. Weißt du was, das hat noch keiner abgesagt. Natürlich nicht. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Du musst das Leben fragen und Menschen fragen und schon sind die dabei. Ja? Hm. Und das zu verstehen, dass wir, ich weiß nicht, ob ihr Laura Seiler kennt, ist eine meiner Lebensmentorinnen. Es steht gerade im Spiegel Bestseller auf Platz 1 bis 2 mit ihrem Buch Mögest du glücklich sein. Sie sagt immer so schön, und das klingt, ich bin gar nicht so ein spiritueller Typ, ich muss dann immer selber lachen über mich, weil sie sagt immer, Tobi, wenn wir es runterbrechen, ganz wissenschaftlich, bestehen wir alle nur aus Sternenstaub. Richtig? Ist alles nur Energie. Jede Zelle unseres Körpers ist Energie und die ist, das ist alles die gleiche Materie hier. Und wenn wir das verstanden haben, ist der Kampf vorbei und du kannst dir einfach nur nehmen, wenn du im Gebefluss bist. Und dann kannst du alles in deinem Leben haben. Ziemlich simpel, die Regel. Klasse. Dann noch meine letzte Frage, bevor wir die Runde eröffnen, falls überhaupt jemand sich traut. Ja, klar. Naja, auf jeden Fall hat schon jemand genickt. und zwar, was würdest du einem, auch von Tim Ferriss geklaut, aber ich finde die Frage so schön, was würdest du einem richtig motivierten Student einzigen Tipp mitgeben, was er für Fähigkeiten braucht für die Welt da draußen, neben dem Studium? Begeisterungsfähigkeit. Ich habe in den letzten Jahren in den Unternehmen, die ich berate, von Vapiano über die 1&1 Internet AG bis hin zur Deutschen Bank, in so vielen HR-Büros gesessen, so viele Auswahlgespräche mitgeführt. Und die geheime Zutat für den Erfolg ist Begeisterungsfähigkeit. Weil die sich nach vorne stellen, da kommen 50 Studenten hin, die haben alle denselben Abschluss. Und einer hat diesen Abschluss und Glanz in den Augen. Und er fängt an zu erzählen und er beginnt das Bewerbungsgespräch nicht wie alle anderen das tun, die diesen German Approach, die ganze Welt lacht über uns Deutsche, wo wir dann anfangen zu erzählen, wie unfassbar toll wir sind. Ich und ich habe und den Schein, wo sich der HR-Chef gegenüber von dir am liebsten schon in die Unterlippe übergeben möchte. Und der einer von 30 sagt, bevor ich hier überhaupt anfange, möchte ich Ihnen gerne eine Geschichte erzählen. Weil als ich 12 Jahre alt bin, bin ich mit meinem Papa das erste Mal hier am Frankfurter Flughafen vorbeigefahren und habe ihn gefragt, Papa, was muss ich tun, um eines Tages in einem solchen Flugzeug zu arbeiten? Und wenn die Geschichte stimmt, und du nimmst natürlich dann eine, die stimmt, die passt zu deinem Leben, dann brauchst du gar nicht mehr so viel zu tun, weil dann machen die am Arbeitsvertrag unten rechts, weil sie sagen, Gott sei Dank, endlich mal einer, der fühlt. Ich glaube, das sitzt. Also, wer will als Erster? Keiner mehr da. Nee, komm, willst du einfach herkommen? Jetzt müssen die Leute auch noch laufen. Das ist ja, hier. Habt ihr auch Klimaanlage? Nee, aber hier oben auf 1000 Meter Höhe plus haben wir genug Klimaanlage. Komm, setz dich mal. Die geht nicht lang, die Frage. Also, ja, komm. Wie heißt du denn? Ich habe auch ein Gesicht, Dennis. Hallo Dennis, moin moin. Jo, meine Frage wäre, du redest viel über Mentoren und ich finde das auch eine klasse Sache. Wie finde ich denn meinen Mentor? Also es ist immer so ein abstraktes Konzept, aber da habe ich so nie jemanden gesehen, wo ich denke, das ja. Sehr gute Frage. Ein Mentor findest du, indem du dem Mentoren Probleme löst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Die CEO meines Unternehmens, Lea Ernst, 23 Jahre CEO eines Multimillionen-Euro-Unternehmens, hat angefangen bei mir als Praktikantin. Sie hat damals bei so einem Studententag, ähnlich wie wir es jetzt machen, nur live, hat sie mir danach eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, Tobi, ab morgen mache ich für dich das. Ohne Geld, ich will einfach nur dabei sein. Ich will ein Teil dieser großen Vision sein.
Und dann habe ich gesagt, ich brauche niemanden, der mit mir reist. Dann hat sie wieder geschrieben, ich kann das, das und das für dich tun. Und genauso mache ich das mit meinen Mentoren auch. Ich nenne das auf Beziehungskonten einzahlen. Und so findest du einen Mentor. Anstatt dem Mentor zu sagen, was du vom Mentor willst, fragst du den Mentor, was du ihm geben kannst. Und dann nehmen die dich gerne ein Stück auf der Reise mit. Okay. So funktioniert es. Ich würde mir an deiner Stelle übrigens, Dennis, einen sogenannten Celebrity Twin suchen. So arbeite ich ganz stark. In meiner Welt ist das Les Brown. Könnt ihr alle mal googeln. Ist so in meiner Speaker-Welt mein großes Vorbild, weil er wirklich Millionen bewegen kann. Mit ihm, wer er ist. Und Celebrity Twin bedeutet, ich suche mir Dinge an ihm, die ich für mich noch lernen kann. Ich habe ihn dann irgendwann getroffen, kennengelernt, habe ihm Mehrwert geboten. Er hat mich dann gecoacht, 2 Stunden kostenlos. Der nimmt normalerweise für eine Stunde $25.000 für eine Stunde. Ich habe ihm aber was geben können in dem Moment. Ich habe ihn für etwas gerettet. Und so findest du einen Mentor, ne? Danke. Gerne. Gerne. Super. Gibt es noch jemand, der aufpassen wegen dem Kabels? Gibt es noch jemand, der eine Frage hat? Könnt ihr auch einfach mir, also wenn ihr nicht vorgehen wollt, könnt ihr auch einfach so reinrufen. Ich wiederhole dann nochmal die Frage. Jetzt sind wir da. Was genau müssen wir am Bildungssystem ändern? Du sprichst ja immer sehr viel davon, dass wir was ändern müssen, aber was wären deine konkreten Vorschläge oder konkrete Maßnahmen, die du machen wirst. Okay, der Ernias hat gerade eine Frage gestellt. Ich glaube, du hast wahrscheinlich nicht gehört, ne? Mhm. Und zwar, du sprichst davon, dass wir das Bildungssystem was ändern müssen, dass es da Probleme gibt. Was würdest du da konkret ändern? Also, ja. Also ich persönlich würde erstmal ändern, dass es nicht aussieht wie eine Kaserne. Ne, das sagen ja ganz, ganz viele. Es sieht immer noch aus, wie es halt mal entstanden ist aus einer Zeit, wo wir Schüler hervorgebracht haben, die dann eben in Unternehmen arbeiten oder die zu Soldaten gemacht werden. Ich würde die Klingel abschaffen, konditionieren auf Lernen. Ich würde Bulimie-Lernen abschaffen, das heißt Informationsaufnahme bis zum Erbrechen. Und was ich verändern möchte, ist gar nicht schwer. Wir müssen uns doch nur die PISA, Gallup und Shell-Studien angucken und in Länder schauen, die einfach Dinge besser machen. Da sind wir wieder bei Modeling of Excellence und da landen wir schnell bei Finnland, da landen wir bei Australien und Neuseeland, wo Schulfächer wie Glück unterrichtet werden, wo Schulfächer schon an Grundschüler gegeben werden, wie kann ich mit der Natur in Einklang leben, anstatt sie kaputt zu machen. Das sind einfache Mittel, mit denen wir erstmal anfangen sollten. Also wir brauchen gar nicht immer diese riesen Revolution, von denen alle reden. Das wird automatisch passieren, nämlich dann, wenn die Eltern in ein paar Jahren auf die Straße gehen, nämlich wenn sie merken, dass ihre Kinder keine Jobs mehr bekommen, dann gibt's irgendwann den großen Bruch und dann wird alles neu gemacht. Aber bis dahin, lass uns doch mit dem anfangen, was in anderen Ländern gut funktioniert. Sehr schön. Unsere letzte Frage für heute. Im Moment versucht oder viele Leute versuchen natürlich irgendwann hinzugehen, um was zu erreichen, Erfolg zu haben. Oftmals aber gerade eben konditioniert auf dieses, was man so im Allgemeinen als Erfolg kennt. Porsche fahren oder dicke Karre, Haus. Du hast es mitgemacht. Ja. Macht es glücklich? Nein. Ich habe eine sehr lange Zeit ja im Vertrieb gearbeitet. Ich bin in diesem Vertrieb, in dem ich sehr, sehr viel Geld verdient habe. Da war ich ungefähr so in deinem Alter, ich schätze dich so auf Mitte 20, 23, wie alt bist du? 23. Ja, genau. Ich habe damals mit 21 angefangen, war dann mit 26 Vizepräsident eines amerikanischen Telekommunikationskonzerns hier in Deutschland, habe tausende von Mitarbeitern aufgebaut, habe Tag und Nacht in meinem getunten SLK an der Straße geschlafen, hatte eine Model als Freundin, einen Pool auf dem Dach und weißt du, was es mit mir gemacht hat? Ich bin zu einem arroganten Arschloch geworden. Und dann hat irgendwann, keine Ahnung, was es war, jemand da oben den Stöpsel gezogen und hat gesagt, Tobi, ich glaube, du läufst in die komplett falsche Richtung. Dann ist dieser Vertrieb zusammengebrochen und erst danach ist mir klar geworden, oh wow, wie dankbar ich eigentlich sein kann. Das wollte ich damals natürlich alles nicht hören. Und was meine ich damit? Ich war als Flugbegleiter auf dem Flug nach Kalkutta
und mit meinen brasilianischen Straßenkindern genauso glücklich wie heute in meiner Villa. Ich habe nichts gegen Geld. Ich finde zum Beispiel eine Bewegung gerade sogar sehr, sehr bedenklich von den ganzen erleuchteten Süßwasserkarpfen, die nur noch darüber reden, dass ich 4 Stunden in die Kerze gucken soll, um danach nackt über eine Wiese zu laufen. Alle wirklich großen Spirituellen haben übrigens auch Geld. Alle großen Yogis haben es auch verstanden, irgendwie zu kapitalisieren, weil Geld ist nichts anderes als Energie. Und wenn ich verstehe, dass alles in Fülle im Universum da ist, dann weiß ich, dass mein Glück nur dann in mein Leben kommen kann, wenn ich andere Menschen glücklich mache. Dass ich nur dann geliebt werde, wenn ich andere Menschen liebe. Und jetzt kommt's, und das ist vielleicht das Schlusswort, wenn ich andere Menschen erfolgreich und groß mache, wenn ich ihnen einen Rahmen schaffe, in dem sie wachsen können, dann werde ich doch automatisch das Ganze auch. Und dann bin ich auch glücklich. Und wenn ich die Augen dann zumache, eines Tages, am Ende aller Tage, was ich bei jedem hier sein wird, habe ich persönlich eine panische Angst und die motiviert mich bis ins Unendliche. Und das sind das die ganzen Fähigkeiten, die ganzen Gene, die in mir liegen, vor meinem letzten Atemzug, klingt vielleicht für den einen oder anderen fast pathetisch, aus meinem Körper herauskommen, Form annehmen und mich anschreien und sagen, nur du hättest mir Leben geben können. Und du hast 84 Jahre geschlafen, du Idiot. Davor habe ich Angst und deshalb lebe ich einfach zu 100%. Vielen Dank, Tobias. Nochmal von uns Dankeschön an alle Studenten. Wendet euch an uns, kommt zum Politikclub, wenn ihr Lust habt. Seid ihr da auch immer informiert, wenn so coole Events sind, meldet euch bei mir. Mein Name ist Philipp Wagner. Könnt ihr dann in den E-Mails schauen. Danke, dass du da warst, Tobias. Sehr gerne. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und was mich stolz machen wird, ist, wenn wir uns irgendwo mal wiedersehen in einem Restaurant oder hinter einer Bühne in einem riesen Stadion, wo ein paar tausend Menschen sitzen und du mich dann anguckst und sagst, erinnerst du dich daran, was du damals erzählt hast mit den Dingen zum letzten Atemzug? Ich habe es einfach mal gemacht. Lass uns mal machen, anstatt zu labern. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss. Ciao, ciao.